Es gibt Wartelisten für Käufer aus der ganzen Welt. Diese Unikate kosten mehrere tausend Euro. Wir haben 4.600 Euro bezahlt. Und das ist noch eines der günstigeren Stücke. Gemalt hat er sie, Mikhail AK, 6 Jahre alt, Kindergartenkind. Der Trubel um seine Person scheint ihn allerdings ein wenig zu überfordern. Jürchen nahe Köln. Es ist Mikhail AKs 5. Ausstellung. Die Besucher reißen sich um seine Bilder. Schon in wenigen Stunden werden sie ausverkauft sein. Sein Vater hat inzwischen sogar seinen Job als Personaldisponent gekündigt, konzentriert sich voll und ganz auf Mikhails Karriere, ist Manager seines Sohnes. Zu viel Druck für Mikhail? Zur Erinnerung, der Kleine ist noch nicht mal in der Grundschule. Wenn es zu viel für Mikhail wird, dann sehe ich das als Mutter, nehme ihn einfach raus. Oder er sagt, es ist Schluss, ich möchte jetzt nach unten meine Ruhe. Wie viel die Familie schon mit den Bildern ihres Sohnes verdient hat, darüber möchte sie nicht sprechen. Trotz der Vorwürfe, denen die Eltern sich immer wieder stellen müssen, betonen sie, Mikhail sei ein normales Kind, das Lego und Tom und Jerry mag. Der Rummel um den 6-Jährigen auf der Vernissage ist riesig. Und irgendwie wirkt es auf uns so, als ob das Mikhail doch schnell zu viel wird und er sich lieber hinter der Leinwand versteckt. Wenn so viele Leute da sind, das ist schon laut, dann gehe ich irgendwo, wo ganz leise ist. Und dann bleib ich eine halbe Stunde. Mikhails Talent entdecken seine Eltern, als er 4 Jahre alt ist. Wir haben den an der Leinwand mit Fingerfarben gekauft. Ich war an den Tag arbeiten gewesen. Und als ich dann nach Hause kam, sah ich dieses eine Bild, wo ich sprachlos war. Weil es einfach zu schön ist. Also, und erstmal dachte ich, dass das meine Frau gemalt hat. Und dem war nicht so. Das war der Mikhail. Sie kaufen ihm mehr Farben, mehr Leinwände, zeigen ihm Videos von Künstlern. Mikhail findet seine ganz eigenen Techniken. Da habe ich den Boxhandschuh gemacht und habe drauf geboxt. Ich bin ein guter Künstler. Ich bin ein Meister. Ich bin Tessimu. Auf Instagram hat Mikhail knapp 40.000 Follower. Seine erste Ausstellung hat er noch mit 4 Jahren. Es folgen weitere in Köln und Hamburg. Inzwischen gibt es auch Anfragen aus Amsterdam und Tokio. Und sein Vater hat noch Großes mit ihm vor. Und wenn er Mikhail weitermalen sollte, wovon ich auch rausgehe, er malt weiterhin mit Spaß und Leidenschaft. Also ich sehe den also einer der ganz großen Künstler auf der ganzen Welt. Aber was, wenn Mikhail diesen Weg nicht einschlagen möchte? Heute jedenfalls scheint er sich zu freuen, wenn anderen seine Bilder gefallen. Die Käufer nehmen weite Wege auf sich, um eines seiner Werke zu ergattern. So wie Sandy und Finn. Sie sind über 400 Kilometer aus Hamburg angereist, um für Sandys Vater ein Bild zu kaufen. Es kostet knapp 5.000 Euro und ist, so hat er es uns zuvor verraten, Mikhails Lieblingsbild. Wir fanden das auch von Anfang an irgendwie sehr interessant. Bolognese. Sieht auch ein bisschen aus wie Spaghetti. Das hat ihm wahrscheinlich Spaß gemacht zu malen. Ja. Mikhails Eltern versuchen, den 6-Jährigen zu schützen, ihn nicht mit zu vielen Ausstellungen zu überfordern, erzählen sie uns. Und wir beobachten, auch wenn sich hier heute alles um ihn und seine Bilder dreht, spielt Mikhail draußen ganz unbeschwert, eben wie ein ganz normales Kind.